Willkommen zurück zu Project Ian, ihr kleinen Frohnacht. Wir wurden sehr stark an der Nase herumgeführt, durften wir am Ende der letzten Aufnahmesession feststellen, als der Typ, keine Ahnung, wie der hieß, in unserer, auf jeden Fall unser großer Anführer in der Zentrale uns benachrichtigt hat: Hey, diese ganze Mission, die ist eigentlich von so einem Hacker inszeniert worden, der sich in unser System Zugriff geschaffen hat, einfach. Egal, so Minoko. Hauptverdächtiger ist ja aktuell Minokos Vater, ja. Ja. Jenny, ich komme. Scheint das so, wer hinter Minoko hier ist. Oh nein. Warte! Zweite Ratte. Oh nein. Wir sind von Ratten angegriffen. Ich habe ja die persönliche Theorie, dass der hinter meinem Körper her ist, um meine ältere Schwester da rein zu pflanzen. So, dass zwei Leute in einem Körper sind. Wäre ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert, ne? Dass sich zwei Leute einen Körper teilen. Oh ja. Wir sind anscheinend an der Erdoberfläche angelangt. Von ganz oben aus der Stadt raus. Fuck. Es ist dunkel und Türen. Aufpassen, nicht, dass sie Türen explodieren und dann kommen Gegner raus. Ha! Stören gerne mal. Ja. Okay. Und im Loch sind auf jeden Fall Funken. Das schreit nach allem da gerade. Was möchtest du gerade mal kurz in den Turm stürzen? Oh ja, yeah. Mutanten. Ja. Ich hab euch Mutantis. Etwas tot. Gibt's bei mir? Ja, ich hier. Oh, der ist schon die nächsten dran. Ich kann bei den Hintern beißen. Oh, da fehlt was. Generator. Sieht aus, als ob wir was. Oh, Regulator. Müssen wir was da reinpacken. Müssen wir was da reinstecken. Warum haben wir es die anderen oben stehen gelassen? Bewohner, mutiert. Was? Ich gehe um die Ecke und der ist einfach weg. Vielleicht ist er an dem Gast da vorne gestorben. Okay. Die andere Seite? Wo ist jetzt? Sackgasse. Was haben wir denn hier auf der anderen Seite hinter dem Giftgas? Eine Türe, die ich aufschubsen kann. Ich gucke gerade mit Spider. Power-Zelle. Ah, das muss da rein. Gut, ich muss die Energiezelle da rein. Was so das Environment? Oh! Typ. Ich wusste es, wird einen Angriff geben. Gar in dieser Türen. So, vielleicht wieder mehr Energie spielen. Ich traue dieser Tür nicht. Kommt bestimmt ein Gegner raus, wenn der Powerzelle. Sollten wir die anderen vielleicht runterholen? Flatsch. Auf Minoko gesprungen. Hey, jetzt gehen wir alle zusammen sterben. So, Power aktiviert. Ups. Yeah. Ups. Oh. Hier hazardous environment. Irgendwo. Hinter dir. Oh, da ist der. Da ist der Generator reingeflogen. Oh nein, hinter mir. Oh! Ah nein. Leute, hey, da ist drei Mutanten. Loco! André! André ist noch am Leben. Es wurde an der Wand in Stücke zerfetzt. Okay. Passiert schon mal. Jetzt dringend wieder zurücklaufen. Okay, Minoko und André sind noch am Leben. Ja, noch.
leicht beschädigt. Wir sind direkt hier neben dem Spawn Recharge Station. Yay! Yay! Aufgang! Geben wir dann, ja, dann geht's direkt hier aus. So. Platsch. Oh. Ah, es ist ein Spawner. Für die Mutantenhunde. Mutanten? Also unendlich? Scheint so. Das ist eine sehr große Explosion. Ich glaube, man kann es hier zu machen mit dem Hebel daneben. Dann wollen wir wirklich eine Gieße farmen. Was ist das für eine Explosion? Yep. Wir haben gerade E50 in Gizellen. Alles Leben! Oh. Schön, wie die Gerator hier die ganze Wand aufgebrochen hat. Nun nehmen wir eigentlich nicht die anderen mit. Oh, oh Gott. An die Gizelle. Bewegt sich nicht so viel. Kann dich nicht gut treffen. Hier ein zweites auf der Karte. Ja. Hm, es ist offen. Verdächtig. Aber ah, der Spind ist leer. Der Platz, die Plätzchen für den Black Rover. Auch verdächtig. Hm. Alles verdächtig. Mr. Black Rover, fahren Sie bitte unter den Spinden hindurch. Wir gehen mit zwei in der Fliege, aber der fliegen so nicht durch. Oh, voll fies. Hm. Gibt's auf jeden Fall zwei Wege. Öffne dich, Lüftungsschacht. Ah, die Tür auf der anderen Seite. Hi, Big Rover. Kein Kopf für. Ich hab ein komisches Geräusch gehört. Ja, ich hab, einen Knopf aktiviert, den man drücken kann, weil ich glaube, da musst du mit Spider durch die Türöffnung fliegen. Stimmt. Müsste durchpassen, durch das Fenster der Türe. Hab gar nicht daran gedacht. Dann den grünen Knopf daneben drücken. Gute Dachdecken. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass ich noch durchfliegen kann. Insofern Spider. Oh, Automatikkanonen da oben. An der Decke. Und... währenddessen gehe ich den anderen Lüftungsschacht untersuchen. Station... ab 2. Okay, Batteriestation zum Aufladen. Die ist aufgeladen. Schieß auf mich. Okay, nicht. Jetzt kommst du, hast du eh nur eine Sackgasse. Hier ist auf jeden Fall eine Heckenstation und zweite. Oh, ich hasse, wenn ich recht behalte. Oh. Eine Heckenstation, Minoko! Wir haben zwei und dann noch eine Schaltfläche mit drei Knöpfen. Leute, kommt doch mit. Hm, scheint eine Bewachungsstation zu sein, anhand der Monitore. Hier wollen wir hinten eine. Hier vorne ist auch eine Hanging-Station. Ich glaube, solltest du das ansehen. Du glaubst. Er ist kaputt, muss erst unser guter André reparieren. I can repair this. Ja, kannst du reparieren. Hoffentlich. Sehr schön, so gut wie neu. Wow! Ich hätte es nicht reparieren sollen. Zwei Kanonen. Ist die Kanone über eine Treppe mit einer Vault-Türe, die ich aufschießen kann. Gut. Beziehungsweise einen Teil davon zerstören. Ich bin gerade einmal wieder zurück zum
Na, dann deaktiviere ich mal die Kanone, die hier im Raum ist. Ja, ich muss ja noch Ember da gesund und munter durchbringen. Geht nicht, wenn die Kanone noch aktiv ist. Ist es aktiviert? Ja, ist deaktiviert. Gut, gar nicht mehr rein. Ha, ich hab's gut getan! Ja. Ja, danke auch. It's just a prank! Dafür erstmal schubsen. Boah. Oh, Rappi von gemeint, ja. Gut, ist auch noch die zweite Hängestation. Oh, ich wollte nicht auf den Tisch klettern. Der Tisch ist ziemlich hoch. Was ist das? Ich glaube, die Knöpfe sind so eine Art Kombinationsschloss. Goldtür und ein E-Mail über einen Safe. The safe door has been secured to stop sporadic attacks by the low life down here while we perform routine maintenance on the substructure. These weirdos are pretty violent. Perhaps it's a revenge attack or they just want our equipment? Who knows? We've also installed security guns for good measure. That will show them. Ja, Ember hat's direkt mit Leib und Seele gespürt. Hm. The door is constructed of a titanium carbide compound. The amount of TNT required to blow it would bring down half of the city on top of you. So I suggest you tamper with the combination lock mechanism. Use the camera on the other side to check for booby traps. Okay. Dann lass ich mir Zugriff auf die Kamera nehmen. Das war ein bisschen zu spät oder zu früh. Ja. Dann müssen wir ein Konventionsschloss eingeben, um das Safe zu öffnen. 1, 2, 3, 4. Oh! Das ist die Türe, die ich ein Stück aufgesprengt habe. Hm? Mit der zweiten Kanone. Vielleicht müssen wir das Mechanismus von innen ansehen. Ja. Dann stück mal den ersten Kopf. Ist da was geändert? Eine Tür? Ganz rechts ist was runtergegangen. Einer der vier Kolben. Gut. Ich denke mal, die müssen alle eine Linie bilden. Gut. Zweite? Also der zweite ist jetzt, der zweite von rechts ist jetzt bei der obersten Position. Er müsste zwei runter. Okay, ich drück noch zweimal. So. Okay. Der ganz linke müsste dann dreimal gedrückt werden, damit er ganz unten ist. Nein, das war der falsche. Oh. So, jetzt noch der letzte. Den nochmal drücken, einmal. Ja, der falsche, aber der muss wieder ganz nach oben, also nochmal drücken. Ja. Gut. Sind alle in der Position? Noch nicht. Der ganz linke müsstest du noch einmal drücken. Ich weiß nicht, welcher der ganz linke ist. Ich drücke mal die anderen noch durch. Das ist der, den ich nicht wirklich sehen kann. Den müsste man random zum Schluss drücken, um zu gucken, ob sich die Tür öffnet. Okay, ich drücke mal mit dem Hebel. Was passiert? Immer nichts passiert. War ja, ganz links muss noch eins runter. Ich weiß nicht, welcher der ganz linke ist. Ich guck mal rein. Ja, der. Gut. Wie viel noch? Jetzt nur noch der, den ich vorhin gesagt habe, dass ich den nicht sehen kann. Ah, Mist. Das war der falsche. Ja. Das ist jetzt in Position, ja? Und noch einmal. Okay.
Jetzt ist er wieder in der Position. So, das war nicht die übliche Mission. Ja, oh. Das ist der richtige. Okay, der hat mal in grün aufgeleuchtet, nachdem ich den... Die Tür ist offen. Yay. Was für Horror warten jetzt Fahre dahinter? Mich. Den Weg. Oh. Ich will meine nicht vorhandenen Sprachkenntnissen Sachen erklären. Ah! Die Checkpoint safe. Oh, da ist ein Überlebender. War ein Typ! Und kann ich durch die Gitter? Nein. Wird von einem Mutanten angegriffen. Ist nicht nett. Oh, da ist. Knopf hier. Gut, dass wir hier an der Heilstation sind. Nachher geht's halt wieder. Sehr schön. Kann nur einer immer das Ding benutzen, was du gerade in der Hand hast, ja. Zum Extrahieren? Okay. Jeder kann nur eine einzige Waffe dabei haben. Noch mehr Türen. Durchs Fenster klettern. Oh, das ist ein Magazin auf dem Tisch. Die Abwechslung ist ziemlich schlecht. Bankautomaten, los, Geld abziehen. Oh nein. Vor ein paar Wochen wurde hier ein Bankautomat in der Nähe gesprengt. Ernsthaft? In real life. Leute, mitkommen! Oh, warum seid ihr immer so faul? Ich habe eine Option gehört. Nur links von mir. Ah, das ist dieser Hüpfspinn-Dinger. Oh nein, Pokémon-Mutant. Zwei Pokémon-Mutanten. Oh nein! Du wirst mich nicht entführen! Meine kann Jurassic Park 2. Ja, mach ich nicht einfach Jurassic Park 2. Meine Energie ist fast leer. Ups. Also, ich hab 7 weitere Energiezellen kreiert. Oh, wie nett. Also wenn wir das hier aufmachen können, können wir zurück zum Anfang laufen. Ja, wenn. Leider dürfen wir nicht. Spiel verbietet es. Hm. Theoretisch hätte ich eine Pipebomb. Hm. Bist du ein Überlebender oder Mutant? Der mutiert doch sowas von Mutant, war klar. Dass man den nicht vorher abknallen darf. Hm. Wollen wir für nicht Menschen töten? Wir dürfen das Skullgang töten. Echt mal. Wir waren vorher noch nicht Mutanten. Das Autowrack sieht so komisch aus. Der Kofferraum ist so klein. Bei uns ist ein Loch in der Decke. Hm. Weiß schon, ob wir auch da hoch müssen. Was? Oh, Spider-Chan. Neugierig. Noch ein Überlebender. Oh. Noch ein Mutant. Ach, hey. Oben irgendwas? Also, wir haben die Mutanten. Ich mach mir keine Sorgen. Ich bin die Ruhe selbst. Okay. Hier ist sehr schmale Tür, wenn der Mutant herkam. Ich glaube, da hier oben soll man nicht hin. Noch ein Mutant. Und dort, wo der erste Spinnenmutant herkam. Hau nicht am Mutant. Gib mir deine Lebenskraft. So einen engen Gang zu kämpfen ist nicht sehr ideal. Warte, ich cheese. Okay.
Stimmt, wir haben keine Mittel. Drohnen, die ganz gut. Wow! Interessant. Stromschlag. Interessant. Ich glaube, es ist eine Art Verteidigung von den Überlebenden aufgestellt. Tür aktivieren. Was mit Überleben? Mit Zivilisten reden, der sich in der Nähe versteckt. Der ist hinter der Säule. Bist du ein Überlebender oder ein Mutant in Verkleidung? Mutant in Verkleidung? Ist dein Koch, der sich in der Szene verkleidet? Er mutiert nicht, aber der redet auch nicht. Er ist geschockt, uns zu sehen. Okay. Menschen, die sich nicht verwandeln, Mutanten verwandeln, was ist das denn? Na gut, müssen werden wir an der Falle vorbei. Sind die an den beiden? Ach da, auf dem Weg. Nicht, dass schon wieder hier stehen bleiben. Die bleiben doch gerne mal zurück. Auf jeden Fall nicht unter Strom sitzen. Oh, da oben. Nehmen wir eine Deckenkanone? Ja. Oh, das sieht gefährlich aus. Einfach mit Spider hochfliegen. Türe, geh auf. Auf jeden Fall bist du hier vor Mutanten verteidigt. Was haben wir denn hier so? Ich kann Dinge downloaden. Ich kann meine Batterie wieder aufladen. Sehr schön. Ich habe schon 58 gehört. Ich meine 8. Was haben wir denn hier so Schönes? Ja, schon mal die anderen beiden. Eine E-Mail. Elektro-Discharger. The scavengers around here seem pretty harmless. However, they have protected the entrance to their patch with a very effective electro discharger that fires out enough voltage to fry any unwelcome visitors. Very effective considering it was fashioned from scrap. They seem to be friendly enough to UPA operative, so they will probably switch it off to let you visit them. But be cautious, nonetheless. Sollen wir jetzt wirklich darauf vertrauen, dass sie das Ding ausschalten, wenn wir da durchlaufen? Ich vertraue denen nicht. Ich gehe mal grad. Okay. Das greift uns sicher an. Zur Not wäre ich mit Spider irgendwie rübergeflogen. Keine Ahnung. Talk! What can you do for us? You're gonna get rid of those mutants tun können. Ja, wir töten Mutanten für euch. Ich habe Informationen. Was hier über das, was hier vor sich geht. So viele Leute auf der Minikarte. Wir freuen schon mal 4 Stück. Wir dürfen nicht mit mir reden, wie unhöflich. Nee! Was passiert? Ich bin vorher reingetreten. Damn mutants jumping you every time you go out. I need to ask you about the creatures. Do you know where they come from? Below the earth, there's an entrance you could use. But in exchange for that information, I need you to do something for me first. It's only fair. What? A vehicle crashed down from the heavens recently, but my people have been unable to get to it. One of your doors blocks us, so it seems right that you should retrieve it for us. All we ask is that you dislodge it from its current resting place. Pipe, show these people where the vehicle lies. Na gut. Eine Hand wäscht die andere. Naja, wenn das Fahrzeug Schrott ist, kann man das auch denen ruhig überlassen. Ein neues Objective. Wow. Interview with Scavenger Leader. Objectives. Dislodge the wedged vehicle for the Scavenger Leader. Can I have your gun? Nein, du kannst nicht meine Waffe haben. Das da. LKW. Der weiße Bus aus Silent Hill 2, weißt du? Okay.
Okay, ich muss gleich. Kannst du nur welche anziehen? Ah, oh, das sagt mir nicht, nicht kommen. Ey, wir helfen euch dann. Das ist ein Wegel. Nein, 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 nicht schon wieder Minoko, nicht schon wieder Minoko. Nicht schon wieder. Fällt's dir mal runter? Ja, wer ohne mich geht. Unhöflich. Was ist das für ein Bereich? Wie scheint mir eine Reparaturstation. Ah, ich sehe da oben auch schon Funken. Die Treppe hoch. Könnt ihr Hebebühnen benutzen? Und wenn das repariert wird, kann ich dann wahrscheinlich wieder Sachen downloaden. Auf jeden Fall sind die Hebebühnen. André, beweg deinen kleinen Hintern hierher. Oh, die Tür ist kaputt. Die Türpanel ist beschädigt. Das ist eine Tür, das sieht nicht angenehm aus. Hier vorne stehe ich gerade wach vor der Türe. Ich möchte keine Überraschung erleiden. So, zu weit. Jetzt kannst du den Hebel daneben nutzen. So, der Hebel daneben ist jetzt nutzbar. Und die Tür auf. Da ist Riesmann und bewegt sich. Ich hätte mit einem gerechnet. Nicht jetzt hacken? Nein. Nee. Da scheint was zu fehlen. Irgendwas einzusetzen. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Oh, ein Stampfer bewegt sich nach oben. Ja. Jetzt ist auf jeden Fall eine Türe. Auf jeden Fall ist Einsatzfläche für die Batterie jetzt offen. Das Glas wurde rausgesprengt. Es versammeln sich die ganzen Leute hier. Das ist gefährlich. Einfach mal runterspringen! Bitte nicht. Kann man vielleicht einen Knopf und Spider benutzen? Ich erst mal mit Spider gucken. Okay, ich wollte gerade selbst machen. Was haben wir denn so schön? Das ist ein mutierter Typ. Nee, nicht ein mutierter Typ, aber wieder so ein komischer Feind. Das sind auf jeden Fall Hebebühnen. Ich wundere mich, ob wir vielleicht nutzen können. Warte mal, das ist ein Autowrack. Freischleichen. Vielleicht. Ah, okay, ich habe eine Batterie gefunden. Yay. Es lag direkt in einem Autowrack auf diesen Hebebühnen. Kommt das jetzt runter? Ja. So, kannst du gleich. So, jetzt kannst du hacken. Jetzt mal Speier nochmal runterschicken. Egal, wir können. Ich hab grad einen Aufzug runtergeholt unten. Okay. Lass mal gucken, wo mich das hinführt. Ich bin neugierig. You're in? I'll be eine Türe. Was ist für ein Aufzug? Jesus! UPA! Recharge-Station? Oder Batteriestation, irgendwas? What are you doing down here? Unser Arbeitsgrund hier unten. Ich hab schon eine Batterie eingesetzt. Das kannst du hacken. Auf jeden Fall müssen wir dann da runter ins Loch springen. Okay. Eben bin ich gestorben, dass ich nicht runtergesprungen bin. Woran das wohl liegt? Mechanical Claw. Na. Hier eine. Ja, ich sehe dich schon. Ein bisschen schneller, ein bisschen schneller. Okay, es sollte jetzt an irgendwas gepackt. Welchen Schrott? Ich denke, wir können das als Stufen nutzen, bis nach unten befördert wird. Sehen, wie ich es nach unten fällt. Das war ein komischer Fall.
Okay. Der Preisplan wird dadurch das Loch blockiert.